Horido und willkommen zu einer neuen Folge von Nikos Handel-Tagebuch. Ja, heute werden wir diese Münze, die da jetzt erscheinen wird, reinigen mit einem Silberreiniger, den ich auf der Seite von Tifo gefunden habe. Und ich dachte mir, den muss ich einfach mal ausprobieren. Hier ist er, im 5 Liter Kanister. Aber da dachte ich erst, oh Gott, 5 Liter Silberreiniger. Ja, hoffentlich kann ich den noch gebrauchen. Ja, aber so wie ich jetzt mit der Münze da gezaubert habe, hat dieser Reiniger auch mit der Münze gezaubert, weil ihr seht ja den Zustand da oben jetzt gerade. Und ey, ihr werdet es nicht glauben, wenn ihr den Zustand der Münze am Ende von diesem Video seht. Es gibt's einfach nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Reiniger so gut wirkt. Aber schaut es euch selber an in der jetzigen Folge. Ich werde diese Silbermünze reinigen. Sie ist von, jetzt muss ich mal kurz auf mein Zettelchen gucken hier, 1875, es sind 20 Pfennig aus Kaiserreichszeiten also. Sie sah wirklich nicht so gut aus, seht ihr ja gerade, hier oben und da oben. Ja, aber das werden wir ändern und werden sie wieder zum Hingucker machen. Ja, also bleibt dran, jetzt kommt gleich kurz das Intro und dann legen wir auch mit der Reinigung schon los. Die Sachen, die ich benutzen werde, verlinke ich euch da unten wieder, da in der Beschreibung. Da findet ihr die Sachen mit dem Link, die ich benutzen werde. Genau. Achso, und ich möchte mich noch kurz entschuldigen. Es kann sein, dass das Video an manchen Stellen ein bisschen flackert. Ich habe eine neue Beleuchtung ausprobiert. Ja, und die hat leider Gottes ein Flackern mit sich gebracht. Da wollte man sich verbessern, sage ich nur. Und hat es nicht besser gemacht, sondern eher im Gegenteil. Obwohl die Ausleuchtung bei Fotos und so schön ist, aber bei Videos verursacht sie leider ein Flackern. Ich muss mal gucken, ob ich das noch in den Griff kriege. Aber diese Folge hat eventuell leichtes Flackern in den Videos. Ich hoffe, ihr könnt das entschuldigen. Lasst trotzdem einen Daumen nach oben da am Ende. Hat es euch nicht gefallen? Natürlich zwei Daumen. Und auch ein Abo, wenn ihr noch keins habt, damit mein Kanal so ein bisschen wächst. Ja, aber jetzt legen wir auch wirklich los. Jetzt kommt das Intro und ich gehe schon mal ins Restaurationslabor und dann legen wir los. Bis gleich, ciao. Sind wir jetzt auch schon in meinem kleinen Restaurationsstudio. Heute wollen wir diese 20 Pfennig aus Kaiserreichszeiten reinigen. Die sind von 1875, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das sind 20 Silberpfennig und ich habe von Tifo neulich Silberreiniger zugeschickt bekommen, wo ich halt gerne mal wissen würde, ob der auch für Silbermünzen funktioniert, die man im Boden gefunden hat. Und das testen wir jetzt einfach mal mit diesen 20 Pfennig. Ich hoffe, wir ruinieren sie nicht. Also bleibt dran, es wird wirklich spannend. Ich kenne das Ergebnis selbst noch nicht. Ich denke mal, dass ich es danach vielleicht nochmal leicht polieren muss. Also dann brauchen wir neben dem Silberreiniger und einem Glas, irgendeine Pinzette und Gummihandschuhen, brauchen wir dann eventuell noch Q-Tips und die Power Polish von Tifo. Die ist nämlich ganz gut zum Polieren von Münzen. Also die Ergebnisse sind echt klasse gewesen bis jetzt. Aber wir legen jetzt erstmal diesen Reiniger ein. Den habe ich hier schon im Glas vorbereitet, weil der kam in einem 5 Liter Kanister. Ja, aber preislich kann er sich sehen lassen. Aber da kann man nicht meckern. Ich habe das jetzt mal leicht erwärmt gehabt, darum ist hier ein Deckel drauf. Weil jede Chemikalie wirkt, erwärmt am besten. Ja, hier nochmal die Münze, wie sie jetzt vorher aussieht. Seite im Adler und das ist die Seite der 20. Die soll man dabei Leichtverschmutzung 1 bis 5 Minuten reinlegen und bei starken Verschmutzungen, aber auch nur in Ausnahmefällen, die Maximalzeit nutzen. Das wären so 10 bis 12 Minuten. Ich habe ja auch, zeige ich euch vorher mal, bevor ich es jetzt reinlege, im Handy meinen Timer schon vorbereitet. Mit Gummihandschuhen passt, klappt das natürlich prima. Fingerabdruck. Prima, prima. Aber können wir auch so machen. So. Ihr seht da, ich habe den Timer schon auf 12 Minuten stehen. Den werde ich jetzt aktivieren, sobald ich die Münze da reintunke. Damit wir auch die genaue Zeit haben. Ich filme euch das natürlich schön mit.
damit ihr die Wirkung auch seht. So, dreimal starten. Jetzt zoome ich euch mal dichter ran. Moment. Sekunden laufen. Sieht man gar nicht. Wo sind sie? Da. 14 Sekunden noch. Dann war die Münze 12 Minuten da drin. Ich habe sie jetzt mal, weil sie so dreckig war, auch länger drin gelassen. Und danach soll man sie unter fließendem Wasser abspülen. Ja, Timer ist abgelaufen. Und deswegen habe ich mir jetzt schon mal ein Gefäß geholt, hier mit Wasser drin. Und nach dem Abspülen mit dem Wasser soll man die Münze in einem weichen Tuch abreiben. Dafür habe ich mir wieder mein extra weiches Klopapier hier hergeholt. Ich sag ja, das braucht man immer. Und jetzt holen wir die Münze erstmal raus. Wenn sie rauskommen würde, Zahnstocher zu Hilfe nehmen. So, dann klappt es auch mit der Münze. Ja, hat sich auf jeden Fall schon verändert im Gegensatz zu vorher. Dann spülen wir sie mal schön ab hier in dem Wasser. So vorsichtig ab. Ja, das kann sich echt schon sehen lassen. Wow! Ich bin begeistert. Die andere Seite jetzt halt auch noch richtig abreiben. Ich würde sagen, das kann sich ja mal richtig sehen lassen. Ich werde sie jetzt noch mal 5 Minuten vielleicht in den Reiniger legen, maximal. Und ich denke mal, dann wird sie wahrscheinlich auch komplett sauber sein. Danach noch mal leicht überpolieren, damit sie noch einen schönen Glanz kriegt. Aber ich bin bis jetzt begeistert. Jawohl. Wie gesagt, jetzt geht sie noch mal in den Reiniger rein. Dann lassen wir sie noch mal 5 Minuten drin. Machen wir diesmal den Adler nach oben. Auch seht. Oh Mann, ist das scheiße, soll ich sagen, bis runter. 5 Minuten,
0 Sekunden und 0 Stunden starten. Ja. Dann lassen wir die Münze jetzt mal da drin und warten. So, 5 Minuten sind auch in 30 Sekunden um. Da würde ich mal sagen, angeln wir die Münze jetzt schon mal raus, spülen sie nochmal ab. Aber ich muss sagen, was ich jetzt schon so sehe an Ergebnis, das sieht sehr gut aus. Da klingelt jetzt der Timer mal, damit ich es auch gleich wieder ausmachen kann. Timer noch ausschalten hier. So. Sonst piept er gleich die ganze Zeit. Zack. Hier sieht er schon vorab Ergebnis, bevor ich ins Wasser mal tauche. Aber ich muss sagen, ich bin begeistert, so wie es bis jetzt aussieht. So, die Schale mit Wasser. Kommt ins Tuch zum Abtrocknen. Da haben wir den Mittelpunkt. Theoretisch könnte man sie jetzt auch schon so lassen. Sieht so aus, als wenn sie auch noch Patina hat. Ich zeig's euch mal. Oh, absolut gar kein Vergleich mehr zu vorher. Oh, die Silbermünze, der Silberreiniger von Tifo ist auch definitiv für Münzen geeignet. Ja, jetzt werde ich sie aber trotzdem nochmal mit der Power Polish werde ich der Münze noch einen letzten Schliff geben. Jetzt erstmal ein paar Fotos von machen und dann mit der Power Polish die ganze Münze noch mal ein bisschen überpolieren. Das ist die hier. Die nutze ich ganz gerne, die macht auch echt gute Arbeit, muss ich sagen. Also die Funde sehen hinterher echt cool aus, wenn man die damit leicht überpoliert hat. So. Jetzt mache ich erstmal Fotos von der Münze und dann geht es weiter mit der, ja, mit dem letzten Finish, würde ich sagen. Alles klar. Bleibt. So, hier sind die 20 Pfennig nochmal, wie sie bis jetzt aussehen. Es war jetzt echt rein nur der Silberreiniger. Wahrscheinlich hätte er auch die leichte restliche Verfärbung noch weggekriegt. Aber ich will die jetzt noch so ein bisschen überpolieren. Und dann will ich sie auch so belassen. Deswegen nehmen wir uns jetzt ein Wattestäbchen zur Hilfe. Oder Q-Tip, wie viele sagen. Also dieses Dingens. Hier. Schütteln einmal die Power Polish durch, machen davon wie auch in den anderen Videos einen kleinen linsengroßen Klecks drauf. Ich wollte gerade erbsengroß sagen, aber eine Linse ist glaube ich kleiner. Das ist echt nur so ein kleiner Klecks und den arbeiten wir hier jetzt drauf ein. Kann
Kanal verfolgt, der weiß, immer leicht kreisende Bewegungen erstmal überall verteilen, dass es einwirken kann. Und dann mit leicht kreisenden Bewegungen, mit ganz sanften Druck, einfach ein bisschen überpolieren. Wird auch schon grau. Das heißt also, wir nehmen da schon ein bisschen was runter. Ja, jetzt würde ich sagen, wischen wir das Ganze einmal ab. Wieder mit dem guten Klopapier. Ja, ja. Und mal, wie es aussieht. Ja, ein paar Stellen haben wir noch, da können wir ein bisschen nacharbeiten. So sieht es bis jetzt aus. Ja, so, mit dem Licht ist besser. Ja. So sieht es aus. Also ich muss schon sagen, ja. Aber wir werden jetzt noch ganz leicht ein bisschen überpolieren. Noch ein bisschen auftragen. Ansonsten könnte es durchaus passieren, dass euch heute Nacht dieser Tausendfüßler hier durchs Gesicht läuft. Also, lasst euch das Abo da, das Like da, das ist das Abo. So, abwischen. Und dann wiederholen wir das Ganze. Auf der zweiten Seite auch noch. Denke mal, so werde ich es dann lassen. Also ein paar Stellen sind da noch, ein bisschen besser werden könnten. Aber erstmal machen wir die andere Seite. Dann überlege ich, ob ich sie vielleicht mal kurz in den Reiniger reinlegen werde. Die andere Seite zum Vergleich. Das hier ist auch richtig rum. Ich glaube ja. Ja. Genau. Wie gesagt, so sah sie nach dem Reiniger aus und so, nachdem man sie da mal überpoliert hat, leicht. Diese Schmarren da, die dunklen, die wird man auch nicht wegkriegen, weil die sind von Steinen und so weiter entstanden. Weil die Münze lag ja einige Zeit in der Erde, so wenigstens Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte. Kommt drauf an, wann sie verloren wurde. Ja, jetzt geht's mit der Seite hier weiter. Schauen wir mal, ob wir sie noch mal kurz in den Reiniger legen oder nicht. Jetzt so auch wie bei der ersten Seite, wieder ein Klecks von der Reinigung aus Wattestäbchen schön gleichmäßig verteilen. Mit kreisförmigen Bewegungen und ganz sanften Druck abzureiben.
jetzt rahmen wir das gute Stück auch wieder ab. Ui. Bist du schick. Ja. Die kann sich echt sehen lassen. Nehmen wir sie mal raus. Ja, ist jetzt die Frage aller Fragen. Lege ich sie noch mal kurz in den Reiniger oder nicht? Sie ist schon sehr sauber. Ich muss sagen, sieht so schon ganz gut aus. So, jetzt werden wir die konservieren, die Münze, mit Paraluid. Weil würde ich sie jetzt so einfach in eine Vitrine backen oder so, oder in den Münzkoffer, würde sie nach einiger Zeit auch wieder schwarz anlaufen. Paraluid habe ich hier schon stehen. Ich weiche gerade schon meinen Pinsel drin ein, weil der wird ja immer so schön hart danach. So, jetzt ist er auch wieder weich. Jetzt blende ich euch mal wieder ein ins Video als Paraluid. So, und damit bestreichen wir jetzt die Münze gleichmäßig. So luftdicht eingeschlossen und wird dann auch nicht mehr schwarz hinterher. So, hat er oben so eine Stelle. Habe ich alles erwischt. Okay, so trocken, dass man es umdrehen kann. Da klebt, glaube ich, noch was. Da klebt noch was. So, jetzt muss er trocken sein. So, auch kurz trocknen lassen und dann zeige ich sie euch. Zwischenzeit das Paraluid wieder zumachen, wegpacken. Sonst kriegen wir gleich noch eine Acetondröhnung. Zeige ich es euch nochmal. So, das ist die erste Seite.
muss sagen, sie ist echt gut geworden. Ich lasse es auch so, ich mache da keine künstliche Patina drauf oder so. Und das ist die zweite Seite. Auch wenn man sie zu vorher vergleicht, steht da schon gar kein Vergleich mehr. Jawohl. Prima. Sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Genau. Und ja, lasst ein Like da. Ein Abo wäre auch nicht schlecht. Und ja, wenn euch das Video nicht gefallen hat, lasst natürlich gleich 2 Likes da. Bis daher, ne? Alles klar. Dann hoffe ich, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Nikos Sondeltagebuch ist wieder online. Ja. Mal gucken, was ich als nächstes Video mache. Sondelvideo wird es vielleicht nicht, kommt ganz aufs Wetter drauf an. Weil momentan ist es hier echt kalt und frostig. Und ihr wisst ja teilweise selber, bei Bodenfrost sondeln, ja, ist nicht so schön, weil da kommt man genauso scheiße in den Boden, als wenn es viel zu trocken ist. Ja, alles klar. In dem Sinne, bleibt gesund und allzeit gut wund. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Nico Sondeltagebuch. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Ja, da bin ich wieder aus meinem Labor. Ihr habt jetzt die Reinigung der Münze gesehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe ja schon öfter Silbermünzen gereinigt. Manchmal wiederholt sich sowas auch. Aber ich habe halt diesmal ein Produkt genommen, was ich vorher selber noch nie ausprobiert hatte. Das ist mein allererster Versuch mit diesem Reiniger gewesen. Und wie gesagt, ich bin selber sehr begeistert. Auch wenn es den nur im 5 Liter Gebinde gibt, aber der Preis ist dafür eigentlich unschlagbar. Da kriegt man bei manchen Leuten gerade mal 250 Milliliter für, maximal. Und hier gleich 5 Liter. Und ja, Silbermünzen findet man ja öfter mal. Aber ich denke mal, die 5 Liter werden wir schon alle machen irgendwie. Als nächstes werde ich eine Münze von 1600 irgendwas damit reinigen. Traue ich mich jetzt einfach mal ran, weil ich weiß jetzt, wie er wirkt und wie das Ergebnis aussieht. Und bin auch schon echt auf die nächste Silbermünze gespannt. Ja, hat euch das Video gefallen, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr keins habt. Und hat es euch nicht gefallen, lasst 2 Daumen nach oben da. Ja, und ein Abo finde ich trotzdem ganz cool. Ne? Also, alles klar. Bis dahin, noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Allzeit gut Fund und bleibt gesund. Bye, bye.